So, yay to the H, wir sind wieder hier am Start, Mission Control, und gucken direkt mal, Moment, was war das? Recover the Component, okay, kriegen wir das hin? Ist die Frage, will ich das oder nehme ich das mit dem Space Shuttle? Das könnte man nämlich eigentlich mit dem Space Shuttle machen. Ich denke, das wäre eine ganz gute Space Shuttle Mission. Wir müssen das Ding nur einfangen und andocken. Und da wir das Space Shuttle das letzte Mal auch mit einem Docking-Manöver versehen haben, können wir das, glaube ich, relativ einfach versuchen, hier im Orbit. Spatze Shuttle, Mark 1 Launcher, load some shit. Und dann lunzen wir mal da rein. Open. Ja, da ist nämlich der Drilling Shit dran, den wir natürlich wiederum nicht benötigen. Open. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir das Ding dann auch abbremsen können. Gut, dann ist diese Komponente nicht so der Reiser. Um ehrlich zu sein, müssten wir sie dann etwas hart modifizieren. Denn wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Orbit nach unten bringen. Sprich, wir gucken einfach mal, was wir da für Möglichkeiten haben. Ja, dann bauen wir hier so eine Komponente, die sich da andocken kann und das ganze Ding dann einfach nach Kerbin rein drückt und dann mit dem Fallschirm hoffentlich auch aufhält. Beziehungsweise auffängt. Ja, Tracking Station, schauen wir mal. Ich weiß halt echt nicht, wie groß oder klein oder whatever that thingy ist. 82 zu 80, also wir müssen nicht viel machen, ja. Um das Ding in die Atmosphäre reinzubekommen, das ist schon mal gut, weil das ist dann doch äußerst nah. Ich weiß nur nicht, wie ich mit dem Space Shuttle, ja komm, wir probieren es einfach, schauen wir mal. Schauen wir mal, bauen wir uns auf jeden Fall erstmal so eine geile Komponente. Carbodyne, ja, ja, whatever, Tank. Ja, für solche Missionen ist das Space Shuttle natürlich optimal, da habe ich jetzt irgendwie gar nicht dran gedacht, dass wir das eventuell damit sogar relativ einfach hinbekommen können. Sub-Assembly, Shuttle Module Harvest, genau, das holen wir uns jetzt erstmal und editieren das Ganze. Also Stromversorgung ja, Harvesting nein, weil tschüss, tschüss und wupp und... Ja, bei den Solarpanels bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dieses ganze Geschisse hier kann eigentlich komplett weg, ne? Das ist unser Hauptmodul, damit müssen wir andocken. Wir brauchen natürlich eine Battery darunter, das ist eigentlich auch wiederum richtig. Da das Ganze jetzt super geroutet ist, funktioniert das natürlich nicht. Ah, okay, cool. Dann können wir das nämlich erstmal wegwerfen, so... So, und das ist unser Root, aber das müssen wir jetzt erst nochmal umlegen. Einfach mal umlege lasse. Root, Root, Root. Part the fuck. Achso, ich kann hier gar nichts rooten. Das ist wiederum sehr geil. Gut, aber das Ding brauchen wir halt auch einfach. Ich nehme einfach mal alles ab. So. Und dann benötigen wir den Clambotron. Eigentlich auch nicht. Das ist das Root-Teil, das trifft sich gut. Ach, Bullshit, nein, wir müssen ja aus dem Ding raus navigieren. Okay, Fail auf allen Seiten. Also nochmal, Module Harvest. Dann, wir benötigen das, ja. Den Part brauchen wir. Das Ding, keine Ahnung, Advanced Grabbing My Ass Unit. Weg. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das Ganze hier brauchen wir nicht. Und ich guck mal, mit dem Tank müsste es eigentlich klar gehen, wenn wir einen normalen Tank nehmen, von der Größe hier. Aber der war zu small, das ist auch Liquid Fuel. Wir brauchen natürlich Liquid Fuel und Oxidizer. Liquid Fuel und Oxidizer, ganz genau. Das wäre perfekt, ist natürlich deutlich zu groß. What the fuck? Wo ist er denn? Ist das da, ne? Fuel Tank, ja, ja genau. Das ist sie. Wie viel ist da drin? Das ist jetzt natürlich die Frage, wie lange wir damit brennen können. Ob es reicht, damit mit der kleinen Engine, der Small Stuff Engine, der da, zu arbeiten. Beziehungsweise, okay, wir brauchen erst einen Decoupler. Ich muss jetzt andersrum bauen, deswegen ist das natürlich jetzt ein bisschen wie strange. So, wo ist denn jetzt... Hä? Habe ich die jetzt gerade weg? Ah, ne, da ist er doch. Die sieht man irgendwie nicht so richtig. So, so und so. So, wie lange kann das hier brennen? 1 Minute 52 Sekunden. Könnte reichen, bin mir aber nicht sicher. Und das ist ein Problem. Aber wir haben ja auch noch den Shit hier. Also, yeah, es könnte klappen. Gut, wenn wir schon mal dabei sind, dann setzen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen Electrical Jizz. Ach,
Wir brauchen kein Electrical Giz. No one braucht Electrical Giz. Wir nehmen einfach den da. Mal 4. Joink. Und damit produziert das Ding auf jeden Fall genug Strom. Wie sieht das aus? Das zünden wir zuerst, ja, ganz bestimmt, nicht? Das wird decoupled, dann decouplen und zünden, da, und zwar so rum. Decouplen. Was ich jetzt hier halt gar nicht brauche, ist irgendwie der Docking Port. Weil statt dem Docking Port brauchen wir wahrscheinlichst eher Fallschirme. Beziehungsweise so. So, und ja, Fallschirm habe ich vergessen. Das sollte man natürlich noch im Hinterkopf behalten. Aerodynamics, Bremsings, Jizzings, ne, das ist dann unter Utility. Und zwar Drogues. Definitiv Drogues. 4 Stück, jawohl. Drogues und normale Radial Mounted Chutes. Ja, okay, wir müssen die Drogues ein bisschen nach unten ziehen. So können wir es nicht machen. Die Drogues müssen dahin und die Radial Mounted Dick Chutes. Achso, das geht ja auch noch ein bisschen weiter runter. Also kommt dahin. So. Die können wir getrennt öffnen, genau. Dann machen wir nämlich das hier passiert zuerst. Decoupeln. So, dann kommen diese Tutes, nachdem wir das gemacht haben, kommen diese Tutes und nachdem dann diese. So, das ist die Reihenfolge. Das ist jetzt ein... Was ist denn das? Shuttle Module. Recover? Nee, grab. AGU. Saven. Lassen wir mal so. Okay, und dann. New. Beziehungsweise hätte ich auch öffnen klicken können, nicht honk. So, jetzt wollen wir das Space Shuttle gucken, ob es überhaupt da reinpasst. Load! So, open up. Bitches, open up. Ja, genau. So, das kann jetzt erstmal komplett da raus. Und dann AGU. Rin. Passt. Könnte halten. Wir müssen es natürlich wieder ein bisschen fixieren. Minimalstens. Fixiere struktural. Das sind jetzt 4. Das ist zu viel. Wir brauchen eigentlich, um das zu fixieren, vor allem oben. Obwohl, ja doch, mit 4 Stück könnte natürlich klar gehen. Guck mal, so. So, dann hält das nämlich oben und unten sollte es sowieso halten. Close. Und close. Alles klar. Wen haben wir da drin als Crew? Wir müssen ja eigentlich nicht mehr damit reinnehmen als nötig. Billy Bobsel. Billy Bobsel, es wird mal Zeit, dass der mal wieder was macht. So, Custom 1 ist Bay Doors. Der Rest ist irrelevant. Alles klar, gut. So, das sollte klappen. Wir saven das und dann gucken wir mal. Weil diesmal versuche ich dann natürlich auch wieder zurückzukommen und zu landen. Wo ich hin will. Gerade geguckt, ob die Beleuchtung hinten korrekt ist. Ist sie? Okay, gut. Dann kann der Billy Bobsel nämlich sich da einpimmeln und hochfliegen. Allerdings müssen wir natürlich gucken, dass das Teil in der Nähe ist. Sprich, wir beschleunigen das Ganze mal, wenn es jetzt hier ankommt. Oh shit, das wird ein Nachtstart. Ich hasse das. So. Ah, vielleicht noch ein Ticken. Ja, ja, okay. Noch ein Ticken mehr. Ja, jetzt hat er echt diese langsame Beschleunigung nur noch. Ah, ist auch egal. Wir gehen jetzt dahin und es wird doch kein Nachtstart. Hervorragend. Ich denke, wir produzieren auch Energie. Das heißt, RCS, SES. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding noch fliegen kann. Let's get it the fuck on. Ja, okay. Liegt stabil. Das ist schon mal relativ gut. Relativ stabil, besser gesagt. Okay, das geht jetzt eine Minute klar. Was ist denn hier mit Stage 3? Warum hat die 0 Meter die Sekunde?
What the fuck? Das bist du, ne? Wahrscheinlich. Oh, Billy Bobsel ist kein Meter begeistert. Es tut mir leid, Billy, aber du musst halt mal ran da. Ja, okay. Also der Winkel ist eigentlich in Ordnung. Eigentlich. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier wirklich richtig funktioniert, weil irgendwas stimmt hier nicht. Oh shit, warum ist denn... Warum ist denn das hier da drin? Das muss ganz, ganz deutlich weiter weg. Brennt das da drin? Nee, ne? Nee. Obwohl, irgendwas wobbelt doch da rum. Ja klar, das geht mal gar nicht klar. Okay, gut, dann müssen wir leider nochmal reverten. Und zwar zu Assembly. Schade, Billy. Billy Bobsel. Denn, das Staging ist absolut nicht korrekt. So, gucken wir nochmal. Und die brauchen halt auch einen Ticken mehr Schub vielleicht, die drei hier. Oh, das ist schon auf 100. Okay, da geht nicht mehr. Schade. Schade und schade. Okay, das... Okay, wo ist die andere? Da! Ja, das ist ja eigentlich auch schon wieder zu früh. What happens there? Also das sind die und die und das. Okay, irgendwie hat das Staging komplett durcheinander gebracht, ne? Alter! Okay, die letzte Stage denn. Fügen wir nochmal eine hinzu. Weil die müssen auf jeden Fall erst zum Schluss geöffnet werden. Warum hat er das getan? Verdammte Scheiße. So. Das ist das und das. Genau. Danach ist nur noch Space Shuttle am Start. Okay, dann das hier sollte auch möglichst erst weiter da oben passieren. Dann das ebenso. Wahrscheinlich passend dazu. Ja. Passend dazu, da rein. Und das da hat er natürlich jetzt direkt beim Start schon gemacht. Das Decoupeln, das kommt davor sogar noch. So. So. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt gucken wir mal. Also, die gehen jetzt erstmal alle gleichzeitig an den Start und lassen los. Dann fliegen die weg. Jawohl. Dann gehen die weg. Dann geht das weg. Dann machen wir das ab. Dann fliegen wir da rum. Dann docken wir an und dann genau so. Eigentlich ziemlich genau so. So ist es besser. Und dann gucken wir mal, ist immer noch der Billy Bobsel. Jawohl. Okay, go. Jetzt aber. Der Billy Bobsel. Ja, das war natürlich jetzt echt shit, deswegen hat das da drin auch so rumgewobbelt. Wenigstens das Triebwerk nicht angegangen, sonst wäre das Ding wahrscheinlich instant explodiert. Also ich denke, jetzt klappt's besser. Allerdings bin ich mir mit dem SES nicht ganz sicher. Ich denke aber, ich hau's einfach mal rein. Also gut. Jetzt nochmal, Billy. T. R. Und näher ranhole. Deutlich näher ranhole. Und nein, es wird hell, nicht dunkel. Was laber ich? Der Planet rotiert ja in die Richtung. So, perfekt. Könnte gut werden. Schauen wir mal, ob das gut wird. So, Vollgas und Billy, lift the fuck off. Bobsel on this. Bobsel on this. Ja, das sieht gut aus. Er hat halt echt mit dem Gewicht von dem Ding ein leichtes Problem. Aber solange er sich relativ gerade nach oben bewegt, kann ich eigentlich damit leben. We will see. So, jetzt sieht das hier auch wieder normal aus. Das ist gut. Ist nur die Frage, was jetzt zuerst hier leer wird. Ich befürchte, es sind echt die Dinger. Ja, die halten länger. Deutlich. Okay, gut. Ich hoffe, das klappt. Ich würde ja gerne immer mal da reingucken können, wie ob das Ding jetzt stabil liegt, aber das kann ich gerade nicht machen. Sonst verändere ich unsere Aerodynamik und das wollen wir natürlich nicht. So, bringen wir den erstmal auf einen 80 Kilometer Radius vor allem. Das wird natürlich gerade mal gar nicht so leicht. So, jetzt gucken wir mal. Die müssen jetzt gleich leer geburnt sein. 14 Sekunden, okay. Billy Bobs lol. Okay, und erwischt auch nichts, wenn ich das jetzt hier wegdrücke. Zur Seite. Ist gut, 6 Sekunden. Und dann stabilisiert sich's noch mehr. Und weg. Weg damit. Yoi, see ya.